denn Yuko eigentlich? Sie war auf der Suche nach Einhorntränen und hat ihren Schmetterling zu mir geschickt. Da muss irgendwas passiert sein. Ja, hoffentlich ist es nicht so mächtig groß. Ist das nicht cool? Ich habe noch nie so etwas Unglaubliches gesehen. Es sieht aus wie eine Art von Insektenkokon. Ich hoffe, es ist kein Trick von Dex und Gargona, der uns den Tag ruinieren soll. Dex und Gargona können so etwas gar nicht schaffen. Hä? Sei vorsichtig. Wir wissen noch nicht, was es ist. Hä? Geh zurück! Oh. Oh. Wow! Was ist das? Es ist wunderschön. Ein riesiger Schmetterling. Moment! Mein Orakel! Folge der Schmetterlingsfrau auf ihrem Weg heim und du findest den Schatz in den Blüten so fein. Das ist eine Sie. Und sie will nach Hause. Und sie wird uns zu ein paar Blüten führen, wo ein Schatz versteckt ist. Ein weiterer Herzkristall. Nacht, Franke. Deine Tage sind gezählt. Gut. Oh. Vorsicht! Diese Flügel sind sehr zart. Seht sie euch an, sie ist riesig. Wunderschön. Da fällt mir noch ein guter Name ein. Bella die Schöne. Wow, diese Flügel haben ganz schön Kraft. Hey Bella, geht es dir gut? Der erste Flug ist immer der schwerste. Ich kann mich noch an meinen erinnern. Wir sollten ihr zeigen, wie es geht. Im Elfenstil. Oh, sie ist wirklich nicht die beste Fliegerin. Bella, sieh dir das mal an. Wohl bei den Grundlagen anfangen. Wie man zum Beispiel nicht in einen Mammutbaum kracht? Weil genau vor uns ist nämlich einer. Wir schaffen das. Wir schießen auf den Schmetterling. Und wenn wir ihn runterholen, war's das mit dem Kristall. Dann wäre der Sieg der unsere. Zielt auf das, was groß ist, die Flügel. Hey, ich gebe hier die Befehle. Zielt auf die... Flügel. Ja. Ihr habt unsere clevere Befehlshaberin gehört. Hopp, hopp! Baumwipfel direkt vor uns! Okay, und alle zusammen. Auf drei. Eins, zwei... Aufpassen! Yuko, komm zurück oder das wird eine Bruchlandung. Muss ich denn immer alles selber machen? Ziel erfasst! Nein, es gehört mir! Ja. Nein! Oh. Nein! Oh, das muss wehtun. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht so machen. Sagst du mir was? Hör mir zu. Sie sind unzerstörbar. Deshalb nenne ich sie die Wahrtücher. Wahr? Wie in Wahnsinn. Da sie sehr weich sind, sind die Wahrtücher ein Multifunktionsfabrikant. Kannst du mal erleben? Nein, ich denke, dafür sind sie nicht da. Das sind fünf Jahre. Ich renne ja schon um mein Leben. Was kam denn da angeflogen? Weiß nicht. Irgendwas Blaues.